Herstellung eines Elektrolysebechers. Zuerst werden die Löcher auf dem Plastikbecher vorgezeichnet und dann gebohrt. Dann isoliert man den Draht ab und wickelt die Enden um die Schraube. Wenn man die Unterlegscheibe draufgesteckt hat, kann man die Schrauben in den Plastikbecher stecken. Von der anderen Seite kommt nun auch jeweils eine Unterlegscheibe auf jede Schraube und anschließend eine Mutter. Da geht's. Schließlich werden die Schrauben richtig festgedreht. Wird die zweite Bananenbuchse eingebaut. Nun werden die Spritzen auf die Schrauben gestellt und das Gerät ist fertig.